Was war dein bestes Investment? Das haben wir die Frankfurter kurz vor Weihnachten gefragt und dabei zahlreiche interessante Antworten bekommen, die wir euch mal hier in diesem kurzen Video zeigen. Und wenn dir dieser Einsatz gefällt, bei diesem Regenwetter hier draußen die Leute zu fragen, wenn man 20 Absagen zu einer Zusage bekommt, dann lass mir doch ein Like da und jetzt legen wir auch direkt mit dem Video los. Was war denn ihr bestes Investment? Eine Aktie. Okay, welche Aktie denn genau? Das war eine schwedische Aktie, die ist dann übernommen worden. Die hat sich mehr als verdoppelt innerhalb von weniger als einem Jahr. Okay, okay. Und würden Sie Aktien generell auch heute noch jungen Menschen empfehlen? Auf jeden Fall. Nur. Nur, okay. Wie lange investieren Sie da schon in Aktien, wenn ich fragen darf? Ja, so als Student schon, so als Spielerei und also intensiv seit so 5, 6 Jahren. Was war denn Ihr bestes Investment? Immobilien. Immobilien. Ja, genau. Wie lange investieren Sie da schon in Immobilien? Seit 2005. Seit 2005, okay. Genau. Und sind das dann eher Mehrfamilienhäuser oder Apartments? Wie sind Sie da vorgegangen? Das sind Eigentumswohnungen, die vermietet sind und die halt zu damaligen Preisen relativ günstig waren und die sich halt jetzt ganz gut entwickelt haben aufgrund der Immobilienpreise, die ja gestiegen sind. Und von daher war das jetzt unterm Strich gesehen das Lukrativste bis dato. Okay, okay. Und würden Sie das heute auch noch jungen Menschen empfehlen, Immobilien zu kaufen? Das ist schwierig tatsächlich, weil ich überlege auch immer wieder einen Einstieg, weil der Preis ist einfach massiv hoch und wenn man es jetzt rechnet von der Rendite, macht es überhaupt keinen Sinn tatsächlich. Also jetzt tatsächlich eher erstmal die Finger weg und abwarten. Okay. Das ist meine Meinung. Was war denn Ihr bestes Investment? Also mein persönliches Investment, das Beste war meine Eigentumswohnung und mein Pferd. Okay. Und mein Hund. Ja, weil das macht mich alles glücklich und das andere sichert mich eben ab. Das kann ich gut nachvollziehen. Und bei dem, was Sie absichert, die Eigentumswohnung, wie lange haben Sie da schon diese Eigentumswohnung jetzt? Ich habe es schon über 10 Jahre. Über 10 Jahre, okay. Und würden Sie das heute auch noch jungen Menschen empfehlen, eine Eigentumswohnung zu kaufen? Also, ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, also es ist billiger wie Miete. Das stimmt. Und das Pferd? Das Pferd ist ein teurer Spaß. Das ist nicht zu empfehlen. Okay. Was war denn Ihr bestes Investment? Mein Sohn hat dieses Jahr Abi gemacht und ich habe ihm Geld gegeben, damit er 3 Monate nach Australien reisen kann. Und das war mein bestes Investment. Okay, okay, sehr cool. Und hat sich das auch für ihn gelohnt? Ja, es hat ihm super gefallen. Also Work and Travel hat er gemacht und ich denke, das ist ein Erlebnis fürs Leben. Alleine war auch da, ja. Was war denn Ihr bestes Investment? Bitcoins. Bitcoins. Genau. Wann sind Sie da eingestiegen? Als er bei 7.000 war. Bei 7.000, okay. Und zwischendurch verkauft oder bis heute dabei geblieben? Nee, gehalten und dann monatlich weiter investiert. Wow, Respekt, Respekt, Glückwunsch Danke. Dazu. Und würden Sie Bitcoins heute auch noch jungen Menschen empfehlen? Auf jeden Fall. Okay. Für die Zukunft auf jeden Fall. Was war denn dein bestes Investment? Also mein bestes Investment jetzt, dieses Jahr war jetzt der BIT30 RI, Global Internet Leaders von Jan Beckers. Der ist dieses Jahr ganz gut gelaufen mit, glaube so 80% jetzt knapp. Und ja, aktuell war das jetzt der beste Fonds, den ich jetzt habe. Ja, genau. Okay, okay. Ja. Darf ich fragen, wie lange investierst du schon? Aktuell jetzt so knapp 5 Jahre. Okay, super. Ja, super. Ja, genau. Und würdest du das heute auch noch jüngeren Menschen empfehlen, damit zu starten? Genau, auf jeden Fall, ja. Kann man nichts falsch machen mit. Und ist natürlich auch besser, sich für die Zukunft dann irgendwas aufzubauen und halt sich nicht für die Rente, also für die staatliche Rente da irgendwie, wie sagt man, zu verlassen. Genau, zu verlassen. Was war denn Ihr bestes Investment? Finanziell gesehen, Aktien war es tatsächlich die letzten Wochen. Uranium Energy war eigentlich als Stock gedacht, ist aber extrem gut gelaufen. Abseits des finanziellen Investments bin ich immer bei Büchern. Da habe ich mir vor kurzem von Professor Dr. Christian Rieck Anleitung zur Selbstüberlistung. Das war tatsächlich eine große Bereicherung. Okay, okay, spannend. Und darf ich fragen, wie lange investieren Sie schon in Aktien? Das dürften jetzt, ich habe mit 18 angefangen, also schon über 10 Jahre. Okay, okay, ja. Cool. Und ist es für Sie langfristig gut gelaufen? Langfristig ja, wobei ich eingangs ja sagte, eher als Stock gedacht, Uranium Energy.
grundsätzlich, mein Core ist wahrscheinlich aus sehr langweiligen Dividendentiteln, die meisten Nordamerika, aufgebaut. Aber ein bisschen Spaß soll es ja auch machen und der ein oder andere Zock ist dabei, ja. Okay, cool. Und letzte Frage, würden Sie das heute auch noch jungen Menschen empfehlen, so zu investieren? Naja, also mit größtem Nachdruck. Also ich glaube weder an eine staatliche Rente noch an irgendwelche Vorsorgesysteme. Das nehme ich selber in die Hand. Bin selber auch Unternehmer, selbstständig und da kümmere ich mich auch selbst drum, ja. Was war denn Ihr bestes Investment? Eine Wohnung zu kaufen, beziehungsweise das weiter auszubauen. Okay. Und wann haben Sie die Wohnung gekauft? Meine erste vor 8 Jahren. Vor 8 Jahren. Und dann in regelmäßigen Abständen versuche ich das immer wieder zu machen. Okay. Und war das dann diese Wohnung wirklich irgendwo in der Innenstadt oder ein bisschen außerhalb? Wie sind Sie da so vorgegangen? Meistens ein bisschen außerhalb. Hab versucht zu gucken, wo baut die Bahn wahrscheinlich aus, um zu gucken, wo wird der Immobilienwert steigen, was nahverkehrsmäßig am günstigsten gelegen ist für potenzielle Mieter und das dann eben ja, zu vermieten. Okay. Und würden Sie das heute auch noch jungen Menschen empfehlen, so zu investieren? Ich würde sagen, ich bin jung, von daher ja. Okay, ich sage jetzt mal 18-jährigen Leuten. Wenn man das kann, vom Ersparten her, dann ja, auf jeden Fall. Was war denn Ihr bestes Investment? Ich glaube, das waren zusammengenommen alle Weihnachtsgeschenke an meine Mama. Ja, cool. Einfach so auch ein bisschen Dankbarkeit zu zeigen und ihr auch was zurückzugeben für all das, was sie mir vorab schon mal, was sie in mich investiert hat. Und ja, ich glaube, das war so ein Investment in Freude und glücklich machen. Cool. Nichts Materielles. Was war denn Ihr bestes Investment? Mein MBA. Also Bildung. Bildung und Arbeiten an mich selbst. Selbstverständnis, Verständnis von der Welt und wer ich in der Welt bin und was ich in der Welt machen könnte und möchte und wie ich mich am besten dafür ausbilden und vorbereiten kann. Okay. Also würden Sie sowas wie ein MBA heute auch noch jungen Menschen empfehlen? Jein. Es kommt darauf an, was man will. Wenn man die Skillsets und die Toolsets braucht, um weiterzukommen, dann ja. Weil es strukturiert das Denken, das Denken wird umgeschichtet. Aber sonst würde ich sagen, okay, was bewegt dich, was ist für dich am wichtigsten? Und dann sehr maßgeschneidert die Ausbildung darauf abzielen. Was war denn Ihr bestes Investment? Also kurzfristig betrachtet, vielleicht der Kauf der Nvidia-Aktien, also mehrere Nvidia-Aktien. Wann haben Sie die gekauft? Schon im letzten Jahr. Also sind inzwischen gestiegen, aber ich habe sie noch kein ganzes Jahr, weil das wäre noch besser, weil sie dann, glaube ich, um 1200% gestiegen sind. Aber ich habe trotzdem 50-60% Gewinn. Und würden Sie Technologieaktien wie Nvidia heute auch noch jungen Menschen empfehlen zum Investieren? Doch, würde ich auf jeden Fall, weil ich glaube daran, dass sie auch weiter, aber nicht nur, man soll sich nicht nur auf eine Aktie vielleicht fokussieren, aber generell würde ich immer Technologieaktien empfehlen. Was war denn Ihr bestes Investment? Genau, ich arbeite bei einem Unternehmen, Vulkan Energieressourcen, die machen oder wir planen mit Hilfe von Geothermie Lithium in Deutschland zu fördern und da bin ich beruflich tätig und habe mich dann beruflich weiterentwickelt, neben meinem Studium, also das würde ich sagen, ist mein bestes Investment gewesen, die Zeit da rein zu investieren. Wie viel Zeit haben Sie da schon rein investiert? Ich bin seit einem guten Jahr, ein Vierteljahr dabei. Genau, und bin als Werkstudent da tätig. Also 20 Stunden die Woche. Okay. Genau. Und würden Sie das heute auch noch Berufseinsteigern empfehlen? Auf jeden Fall. Also sowohl die Energiewirtschaft, die ja aufgrund des Ukraine-Kriegs und der Gasmangellage und der Energiewende stetig an Bedeutung gewinnt, als auch das Unternehmen an sich. Also wir suchen immer gute Leute. Was war denn Ihr bestes Investment? Low-Cost-Investment in ETF. And how long have you been investing in ETFs? Probably the past 10 years. Made some mistakes initially with working through intermediaries that just charged fees. So I've tried to drive that down as much as I can. Okay. And would you also recommend that to young people nowadays to invest into ETFs? Yes, I would. And rather than trying to kind of beat the market,
just try get a collection of ETFs that represent the market and then just stay in for the long term. Yeah, that would be my advice.